Ein paar Worte an Sie richten, soweit Sie geneigt sind, das zuzuhören. Ich finde es ja richtig toll, dass wir heute eigentlich eine friedliche Veranstaltung haben. Das heißt also kein Gepfeife oder sonst was. Ich finde so zivilisiert, wie es jetzt abgeht, so sollte das eigentlich sein. Man sollte durchaus unterschiedliche Meinungen vertreten können. Ja, also ich respektiere jede andere Meinung und weil der Mensch soll aufgeklärt werden von der Seite, von der anderen oder von der dritten oder fünften, aber dann soll er selber entscheiden und dafür stehen ja wir eigentlich ein. Ja? Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich in diesem Landkreis wieder mich politisch betätigte und diesen Kreisverband wieder ins Leben gerufen habe, wurde mit mehreren anderen und wir haben bei der letzten Wahl jetzt über 12-13% hier im Rostlager von der AfD-Kreisverband Kaufbeuren in Rostlager. Und die Bürger warten, wollen Antworten von uns, wollen mit uns diskutieren. Und ich habe noch nichts erlebt, dass von unserer Versammlung irgendwelche Gewalt ausgeht. Ja? Also deshalb finde ich es klasse, dass heute ruhig abgeht. Ich respektiere jede andere Meinung. Aber wie gesagt, wir wollen auch gehört werden. Es gibt ja viele Menschen, die wir eigentlich dann vertreten müssen. So, wir hatten eigentlich letzten Montag, am Sonntag in Neugaden, unser Haus, eine große Veranstaltung, für uns groß, also 140, 150 Leute, hatten eine Referentin da, eine Leila Birgi. Und ja, da habe ich mich ein bisschen geärgert, und zwar, wir hatten eine Anzeige in der Zeitung und der Augsburger Allgemeine, da wurde unser Text nicht gedruckt, das heißt, wir, die hatten nur die Wahl da, und die Leila Birgi ist wirklich verfolgt, muss also mit unterdrückter Handynummer und sonst was leben, Wohnung wieder in Berlin wechseln, weil sie echt verfolgt wird von ihren Landsleuten, von ihren ehemaligen Glaubensbrüdern. Sie ist nämlich eine ehemals Muslim und jetzt zum Christentum konvertiert und wird wirklich bedroht. Also es gibt es einfach alles. Das sind diese Sorgen, die wir haben. Und ja, dann wollten wir also in unserer Anzeige einfach reinschreiben, vom Islam verfolgt. Und das möchte ich jetzt hier in aller Deutlichkeit sagen, das hat die Augsburger Allgemeine Zeitung abgelehnt. Das druckt sie nicht. Ja, danke für den Einwand. Und es geht einfach nicht, warum kann man das nicht hinschreiben, wenn es so ist. Ich habe die Dame angerufen in Berlin und fragte, ob man das reinschreiben, stimmt das? Da sagt sie, Herr Keller, das stimmt, es ist so, ich muss mich verstecken und das können Sie reinschreiben. Wurde aber nicht gedruckt. Auch dann hat die Presse von mir verlangt, dass mein Name drunter steht, sonst drückt sie die Anzeige auch nicht. Ich schaue mir andere Anzeigen an, politische, da steht kein Name vom Ortsvorsitzenden oder Kreisvorsitzenden dort. Also ich fühle mich schon ein bisschen gegängig. Und dann haben wir die Presse eigentlich eingeladen. Von der Presse kam niemand. Eine Veranstaltung mit 150 Leuten ist natürlich nicht wichtig, brauchen wir auch nicht informieren. Dann habe ich am Montag in der Presse angerufen und haben sie gesagt, ja, wir könnten einen Bericht schreiben und ihnen schicken. Und heute, beziehungsweise gestern, wurde mitgeteilt, sie drucken von uns keinen Pressebericht, weil sie sind jetzt zur neuen KIB verpflichtet und wollen jetzt kurz vor der Abstimmung keinen Bericht von der AfD drucken. Da muss ich aber sehen, wenn ich sehe, was sonst in der Zeitung steht, muss ich mich wundern. Ja, auch bei der Veranstaltung im Neugablianzer Haus, wo die Stadt Kaufbeuren gemacht hat, da war es so, dass die AfD, also ich als Vorsitzender, nicht rein durfte und mich zu Wort melden, sondern es war auch eine angeblich neutrale Veranstaltung. Neutral heißt eigentlich nur die Leute, die gewünscht sind. Ja? Und wenn ich da reinschaue, wer dann drin ist, muss ich sagen, okay, neutral ist das auch nicht. Aber das kann man ja denen überlassen. Okay, ich sehe, meine Zeit ist schon bald abgelaufen. Okay, nein, weil wir müssen ja uns an die 10 Minuten hier halten. Und deshalb möchte ich noch ein paar Dinge noch sagen, und zwar der Kreisverband Rostlager Kaufbeuren hat dieses Bürgerbegehren angeleiert und hat Gott sei Dank einen Herrn Göppel gefunden, der das dann ausgeführt hat für uns. Wir haben die Kosten und die Arbeit im Hintergrund gemacht. Das heißt also, wir haben sogar Unterstützung von anderen Ortsverbänden bekommen, Kreisverbänden Oberallgäu, sind runtergekommen, wir haben Infostände, Unterschriften gesammelt und hatten fast 4000 Unterschriften. Also wie schon vorhin gesagt wurde, das ist also jetzt für uns hier in Kaufbeuren natürlich eine einmalige Sache. Sollten wir am Sonntag viele Ja-Stimmen bekommen, das wir hoffen natürlich. Und der Grund,
wir sehen einfach das so, dass wir diese Moschee in dieser Größenordnung, in dieser Art des Bauwerkes eigentlich nicht so möchten. Ich habe in Petterschwang einen Bauplan gesehen, wo abgelehnt wurde, der wollte nur im Toskana steht nach Petterschwang ein Haus bauen, wurde abgelehnt, passt nicht her. Da muss man sich dann fragen, wenn man die Pläne sieht, ob das her passt. Wenn ich von Mörsdorf hier reinfahre und dann das als Tor zum Allgäu sehen muss, ja. Das gefällt mir nicht, aber wie gesagt, das ist nun mal so, man hat unterschiedliche Meinungen und wir wollten von der AfD, dass die Bürger entscheiden und nicht irgendwo im Stadtrat, im Hinterzimmer, nicht die Interessen der Bürger vertreten werden in Kaufbeuren. Und ich habe so viele Menschen in Kaufbeuren gehört, wo gesagt haben, Gott sei Dank habt ihr was gemacht, weil wir wollen das so auch nicht und wir wollen selber abstimmen. Und ich sage Ihnen Folgendes, wir hoffen, dass natürlich die Bürger jetzt so abstimmen, wie es ja viele reden. Und das Nächste ist, was ich vertrete, das, was die Bürger abstimmen, so soll es sein. Wenn sie es nicht wollen, ist es so, wenn sie es wollen, sollen sie es haben. Also wir können nichts mehr machen. Unsere Arbeit war die letzten Monate einfach dazu beizutragen, dass solche Veranstaltungen wie im Hans-Sturzenberger hier stattfinden. Ich muss sagen, er ist natürlich der Fachmann, ja, da kann ich nicht mithalten. Und es ist sehr schön, dass er kommen ist von selber und hier eigentlich deinen Beitrag leistet und die Bürger aufklären. Und ich meine, das sollte meiner Meinung nach auch in der Zeitung, in der AZ geschrieben werden. Ja. Aber nun, jetzt ist es halt wie es ist. Wir machen unsere Arbeit und müssen mit dem leben, ja, dass also die Zeitung halt nicht das alles so berichtet wird, wie wir uns das vorstellen. Ja. Aber naja, also wir haben auf jeden Fall einen Achtungserfolg schon in der ersten Runde erreicht, dass wir die Unterstützerunterschriften mit über 3000 hatten. Und ich hoffe und denke, dass wir am Sonntag also mit Sicherheit die Stimmen ja, erreichen, damit dieses Moscheeprojekt und dieser Grundstücksverkauf auf Eis gelegt wird. Ja. Wir müssen ja das so sehen, ein Vertrag mit extremen Moslems, die also in der TTIP mit Sicherheit dem Einfluss von Erdogan unterstehen, der ist ja nicht bindend. Ein Gläubiger, Islamist, muss sich an keinen Vertrag halten mit einem Ungläubigen. Das muss man sich mal vor Augen halten. Das ist einfach so. Das Ganze, was die da reinschreiben und was die meinen und was in 99 Jahren ist, das ist eigentlich lächerlich. Ja? Das Papier nicht wert, was das draufschreibt. Ja, aber meinst du, so denkt ein normaler Mensch, der wo vielleicht Leben lang gearbeitet hat, der denkt so. Aber viele gibt es ja bei uns, die meinen, das muss anders sein. Also, ich hoffe, dass alle hier friedlich bleiben, dass es keine Unstimmigkeiten und keine Probleme gibt. Ich bedanke mich bei der Polizei, die für Ordnung sorgt. Und ja. Ihnen ist es wahrscheinlich auch lieber, wenn es friedlich ist, dann können Sie sich ein bisschen das anschauen. Und ja, wir haben auch noch unser Dankaussprechen. Wir hatten am Sonntag auch die Polizei vor Ort und gab unser Haus. Es hat alles wunderbar funktioniert. Wir hatten 5 Störer, richtige Störer, junge Menschen, ich weiß nicht, betrunken oder nüchtern. Ich sage immer bei der Versammlung, kommt rein, setzt euch hin, horcht an und tragt dann das vor, was ihr wollt. Dann können wir diskutieren. Aber bitte nicht schreien, nicht sonst was und keine Sachbeschädigung machen. Und auch unsere Flyer und unsere Sachen, die müssen wir nicht kaputt machen. So, und jetzt hoffe ich, dass Sie alle am Sonntag richtig abstimmen, den Kaufbeurer. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Kaufbeurer wissen, was sie wollen. Und auf das hin, Dankeschön. Wunderbar, vielen Dank, Karl Müller. Und ich möchte noch eins zu der Laila Bilge sagen. Ich kenne sie auch persönlich. Sie ist auch eine, die aus dem Islam kommt. Ja, sie ist Kurdin und sie wird jetzt wirklich, wie es Karl Müller gesagt hat, von dem Islam bedroht. Es ist genauso, wie es Hamed Abdel Samad geht, wie Sabatina James geht. Wenn du Moslem bist und wenn du dann den Islam kritisierst und aussteigst, dann sollst du nach islamischem Gesetz getötet werden. Das muss man wirklich sich einmal vor Augen führen. Das kann in Deutschland nicht akzeptiert werden, dass so eine Religion solche brutalen Gesetze
hier in Deutschland installiert. Und das übt ja auch einen unglaublichen Druck auf Moslems aus. Die können ja selber keine Kritik an ihrer Religion üben, weil sie Todesangst haben müssen. Ja? Also man muss da mitmachen, man muss bei diesem ganzen Strom mitschwimmen und das ist auch eine große Gefahr, auch für die Zukunft. So, jetzt haben wir wieder 10 Minuten Pause. Gleich geht es dann wieder weiter. Wir haben noch viel, was wir über den Islam Ihnen heute berichten. Danke.